Man kann eine Rübentorte backen, aber auch süße oder salzige Biskuiten, die mit verschiedenen Pasteten gefüllt als kalte Vorspeise angeboten werden können. Die vorbereiteten Zutaten der Rübentorte werden gründlich verrührt. Die Formen werden vor ihrer Verwendung mit einem aus pflanzlichem Fett bestehenden Formentrenner besprüht. Die verrührte Creme wird in den Rahmen gefüllt, dann durch mildes Schütteln oder Klopfen verdichtet. So bekommt man eine schöne homogene Creme. Die Formen werden vorsichtig umgewendet. Die Silikone wird entfernt. Dank dem speziellen Silikonmaterial und dem Spray wird sich der Teig an der Form nicht festkleben. Danach wird der Stahl mit einem scharfen Messer vorsichtig umschnitten und der Rahmen entfernt. Der so vorbereitete Korpus wird später eingefüllt und geschmückt. Den Formen wird übrigens ein Film auf DVD beigefügt, der die Technologie ausführlich darstellt und den Kunden zahlreiche Rezepte mitteilt. So können sie die Gerichte, zum Beispiel die süßen und salzigen Biskuiten, leicht bereiten. Die Silatortenform ist zwischen minus 50 Celsius Grad und plus 260 Celsius Grad sicher zu verwenden. Dadurch empfehlen sich zahlreiche Möglichkeiten, Torten, Parfaits und Teller-Dessert zu bereiten.